Jetzt sind wir wieder zurück. Der Sportclub Verl wird hier in der FIFA-Karriere weiter Richtung erste Bundesliga geführt. Das sind wir zwar bereits angekommen, aber trotzdem wollen wir natürlich viel, viel mehr erreichen. International ist das ganz, ganz große Ziel. Und genau das Ziel wollen wir weiter verfolgen in der Verl-Karriere. Ihr habt sehnsüchtig darauf gewartet. Bei mir gab es die Vorproduktion für die SDGs und natürlich auch die Berufsschule. Jetzt aber bin ich wieder da. Heute gibt es Verl und am Wochenende auch wieder. Ja, ich bin leider nicht dazu gekommen, mehr als diese Folge vorzuproduzieren. Wünsche ich aber trotzdem natürlich ganz viel Spaß beim Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Gerade auch, wenn ihr euch auf das Comeback gefreut habt. Ja, schreibt weiter fleißig Kommentare und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Die nächste Folge am Wochenende, vermutlich Samstag oder Sonntag. Lasst euch das Ganze nicht entgehen. Wir starten direkt rein. Es gibt noch eine ganz kurze Werbung mit OneFootball im Verbund mit Sky, die aber nicht mal eine Minute geht. Also checkt das sehr, sehr gerne aus. Wenn nicht, überspringt das Ganze und dann starten wir direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und die Facecam verschwindet nach der Werbung. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball. Passend dazu gibt es zum neuen Zweitligaspieltag ein richtig geiles Angebot. Ihr könnt jetzt ganz einfach einzelne Spiele von Sky auf der OneFootball-App schauen. Das Ganze auf Pay-Per-View-Basis. Ihr zahlt dafür und braucht kein Sky-Abonnement. Und das, obwohl das ein reines Sky-Angebot ist. Ihr könnt das Ganze über OneFootball schauen. Zudem das Ganze für nur 3,99 Euro. Ganz einfach auf dem Handy. Euer Spiel, unter anderem jetzt das anstehende neue Spiel vom HSV. Genau jetzt ist es soweit. Um 18.30 Uhr gegen den SV Sandhausen. Geht auf den Link, zieht euch auf jeden Fall das Abonnement und verpasst gar nichts mehr in der Partie Hamburg gegen den SV Sandhausen. Den Link dazu findet ihr ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. So viel zu dem Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen und jetzt natürlich ganz viel Spaß beim Video. Hier sind wir dann also im Menü mit dem Sportclub Verl. 94er Manager Rating in der Tabelle auf Platz 9. Einstellig. Wer hätte das gedacht als Aufsteiger? Das sieht doch richtig gut aus. Angeführt die Tabelle vom BVB. Ganz unten haben wir Mainz, Schalke, Stuttgart. Das sind die drei Plätze, die wir definitiv vermeiden wollen. Vorsprung darauf aufgebaut. Mittlerweile auf 10 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Und das, obwohl wir in der letzten Zeit alles andere als überzeugt haben. Mal ausgenommen natürlich von den Siegen zuvor. Wir hatten hier gegen Leipzig eine 4-2-Niederlage, Bremen verloren, dann Union geschlagen und davor Mainz. Und hier war die Serie da. Ja, da hatten wir einen Pokalsieg gegen Frankfurt, Sieg in der Liga gegen Schalke und Stuttgart. Davor gegen den BVB verloren. Ansonsten war es immer so ein ziemliches Hin und Her. Ja, in dieser Folge ist ganz klar, wir schließen den Dezember ab und gehen in die Wintertransferphase und gucken mal, inwieweit wir hier auch noch erfolgreich werden, gerade hinsichtlich im Pokal. Gegen Heidenheim spielen wir auf jeden Fall selber. Ich denke, dass wir hier in die Schnellsimulation gegen Frankfurt gehen und in die lange Simulation gegen Hoffenheim und gucken, dass man eventuell Punkte mitnehmen kann. In allererster Linie wollen wir natürlich nach vorne simulieren und vielleicht noch Transfers tätigen, wobei dahingehend muss ich euch vermutlich enttäuschen. Es ist aktuell ganz, ganz mager, was wir auf dem Konto haben. Von euch gab es einige, die gemeint haben, geh mal bitte auf die Taktikvorlage und schau, wie viele Sterne mittlerweile der Sportclub Verl hat. Ihr seht es hier, unser Team im Hintergrund absolut in Bestbesetzung mit 4 Sterne. Das ist gut. Angriff 76, Mittelfeld auch und Defensiv 74. Das ist tatsächlich mehr als erwartet. 4 Sterne mittlerweile beim Sportclub Verl. Wo haben wir angefangen? Bei 1,5 Sternen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall aber ist auch klar, 4 Sterne ist das Minimum in der höchsten deutschen Spielklasse. Was wir dann auch noch machen wollten, ist das Thema Regions. Wir haben ja einige Spieler mittlerweile hier auf der Transferliste, unter anderem auch Spieler, die als mögliche Regions A von Sergio Ramos oder B von Cristiano Ronaldo in Frage kommen. Ihr meintet ganz, ganz wichtig, gleiche Nationalität, gleiche Position in Sachen Potenzial, ein Punkt höher als vom realen Gesamtwert des Spielers und sie müssen in der gleichen Liga spielen oder halt eben bei den freien Marktspielern sein. Aber das meintet ihr in den seltensten Fällen, also viel, viel mehr in der Liga, wo der Spieler seine Karriere beendet hat. Ich vermute mal hier, David Motta, Oliveira Silva ist auf jeden Fall Cristiano Ronaldo Regions und hier haben wir noch Rios Lozano, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, aber der hier wäre natürlich schon auf jeden Fall eine Macht, alle anderen Spieler vermutlich nicht realisierbar und in Sachen Vorvertrag tue ich mich auch extrem schwer. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ankunft am 1. Januar, wir wissen 3 Spiele in dieser Folge, alles weitere, worauf ich achten soll, bitte schreibt es mir in die Kommentare, ist ganz, ganz wichtig für die nächste Folge. Am Wochenende geht's wieder weiter. In der Jugendakademie haben wir aktuell Alex Keuchler, wie auch immer man den ausspricht in dem Fall. Und wir haben noch Frederik Wagner. Und ihr meintet hier einmal bei Alex Keuchler, ich sage jetzt einfach mal Keuchler dazu, dass Hansus wohl in FIFA 20 einen ähnlichen Spielertyp gehabt haben muss. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was wir, egal ob mit Wagner oder Keuchler, machen sollen. Beide sehen vielversprechend aus, beide aus der Schweiz. Allerdings, ja, wie gesagt, wir sind in der höchsten deutschen Spielklasse. Da bedarf es eigentlich nur höheren Gesamtstärke. Und auch vielleicht hier noch ganz, ganz wichtig, hallo Leches, ich möchte Sie darauf informieren, dass Frank Schneider den Verein verlassen hat. Die Leihe haben wir ja bereits zuvor abgeschlossen und ja, der schließt sich jetzt für, ich glaube, nur eine Kurzleihe, genau, Paco Ferreira. Und wir haben tatsächlich keinen einzigen Spieler auf der Wunschliste, der einen auslaufenden Spielervertrag hat. Ja, die Regions, die sind noch immer hier in der Planung. 33 Millionen, ja, der kommt ja sowas von auf gar keinen Fall in Frage. Wir müssen jetzt also mal gucken. Ich werde jetzt vermutlich einfach den einen oder anderen Spieler scouten, der als möglicher Vorvertragsspieler in Frage kommt. Natürlich müssen die einen auslaufenden
auslaufenden Spielervertrag haben. Nationalmannschaftsangebot von Nordirland, auch das ist eigentlich gar nicht mal so uninteressant, wie ich finde, weil ich glaube, da könnte man schon was aufbauen. Ja, die Qualifikation für die EM und WM wird vermutlich schwierig sein, aber trotzdem, gerade auch hinsichtlich irgendwelchen Jugendspielern, noch zögere ich, die werden aber irgendwann natürlich auch zurücktreten. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, bei welcher Nation soll ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Transferangebot für Florian Pick von Crystal Palace, eigentlich nicht unbedingt Verkaufskandidat, nichtsdestotrotz sage ich einfach mal, komm frech, 7 Millionen zwischen 5,75 und 7 darf er gerne mal kosten, wenn dann Crystal Palace sagt, ja, könnten wir es immer noch überlegen, aber tendenziell eher nein. Dann seht ihr hier zwei monatliche Scouting-Updates, da gucken wir auch ganz kurz drauf, aber abgesehen von Grüne, und das wäre natürlich ein Name, den haben wir bereits in den eigenen Reihen, aber ausgeliehen, ist hier nichts Nennenswertes dabei. Leon Grüne, 600.000, ja, gemessen an den Statistiken zu Beginn, habe ich mir mehr erhofft. Hier haben wir Frankhauser, nein, der kommt nicht in Frage, Weber von mir aus, Johann Lütti, oh mein Gott, hier auch noch Lukas Koller, 950.000, Johann Lütti, 3,8, was ist das denn? Der neue künftige Superstar, der hat bestimmt eine 68 oder eine 69, wir gucken mal drauf, das ist ja der Wahnsinn, er hat eine 68 und den werde ich sowas von direkt zum Profi befördern. Ein aufregender Mann für die Zukunft, linker Flügel, da ist er eigentlich zu Hause, wir wissen aber, wir spielen gar nicht mehr mit dem typischen Linksaußen, sondern im linken Mittelfeld und dementsprechend ist er bei uns eigentlich geplant, vielleicht sogar fürs nächste Jahr und soll genau diese Position dann einnehmen. Ich bin unfassbar schockiert im positiven Sinn von diesem Pick und der kommt natürlich genau rechtzeitig, gerade in dieser Folge, vielleicht ja für den Pokal gegen Heidenheim, ich denke davor gegen Hoffenheim und Frankfurt ist er eher nur auf der Bank, aber trotzdem, ja, besser als nichts, also das ist wirklich schon Wahnsinn, Angebote hier von Nizza für Aymen Barkok, nein, werden wir grundsätzlich ablehnen. Weitere Angebote für Spieler von uns, Angelo Stiller, ja, das ist natürlich hier ein Spieler, der mittlerweile auch international Interesse weckt, aber da bin ich wirklich nicht unbedingt gewillt, bei Florian Pick ist es eine andere Sache, hier 6,2 Millionen, wieso eigentlich nicht? Der Gedanke ist tatsächlich da, ich werde es glaube ich jetzt auch annehmen, ich weiß es nicht, es ist jetzt schwierig, weil wir natürlich jetzt hier nicht abstimmen können, ich mach's mal so, ja, es ist zwar viel Geld, wir gehen aber trotzdem nochmal rein und ich biete nochmal 6,5 Millionen, den Crystal Palace das an, verkaufe ich ihn darunter auf keinen Fall, ist das ein Deal? Ich hoffe einfach mal. Also wir probieren das Ganze, 6,5, wir machen einfach mal 6,7, vielleicht nehmen sie auch das an, im Notfall 6,5, wenn sie rausgehen, gehen sie raus, machen sie nicht, Roy Hodgson sagt, hey, 6,7 Millionen, Crystal Palace, wir brauchen Flo Pick und dann lassen wir den auch ziehen, das ist ein geiler Deal. Vor allem auch, weil ich des Öfteren mal in den Kommentaren gelesen habe, Flo Pick, der hat zwar immer wieder genetzt, Interesse international sicherlich geweckt, aber unterm Strich ist das eigentlich zu wenig, ja, man könnte dann gucken, dass man sich hier vielleicht einen anderen Spieler holt, vielleicht auch einen Spieler ausleiht, also auch hier gibt es Spieler, die durchaus finanziell stemmbar sind, es wird aber unterm Strich extrem schwierig, ja, so viel steht auch fest, Nicolai Rapp und hier noch Matteo Morey sind aktuell Kandidaten auf eine Neuverpflichtung per Vorvertrag. Ich finde Morey unfassbar geil. Beim BVB zwar immer mal wieder gespielt, aber der ganz große Durchbruch, der bleibt aus. Und Tenal, ja, der ist ja am Ende der Saison bei uns vielleicht ein Verkaufskandidat. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, Hoffenheim wartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt rein. Und wenn das Angebot mit Angelo Stiller tatsächlich auch zu einer Übereinkunft kommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich auch das über die Bühne bringe, ja, und dann Barreiro Martins im zentralen Mittelfeld spielen lasse. Hoffenheim simulieren. Wir gehen in die lange Simulation. Und hier ist die Führung. Flo Pick verabschiedet sich hier auf jeden Fall mit einem Treffer, mit dem Führungstreffer in Minute 22. Wir haben aber eigentlich adäquaten Ersatz auf Außen. Hätten wir Massimo, wir könnten aber auch noch irgendwie einen anderen holen. Also da haben wir schon Spielraum und zudem guckt man auf die Bank, da sitzt mittlerweile Lütti. Ja, vielleicht kommt er ja irgendwann noch rein. Hoffenheim ist aber eigentlich die etwas bessere Mannschaft. Sie haben mehr vom Spiel, zumindest haben sie mehr Ballbesitz, aber wir die Effizienz. Ja, das haben wir mit der ersten Chance hier gezeigt. Die zweite Chance vielleicht auch direkt. Wir sind im 16er, das sieht gefährlich aus. Wir spielen aber zu lange rum. Die TSG kann das Ding dann klären. Also hier mit einem Punkt, ich hätte eigentlich nichts dagegen. Bisher sind es drei, aber trotzdem, das Spiel ist noch jung. Es fehlt noch eine ganze zweite Halbzeit. Von daher wissen wir, was nicht alles noch passieren kann. Die TSG setzt sich nochmal im 16er bei uns fest und die kommen auch nochmal mit dem 1-1. Und das zu einem unfassbar unglücklichen Zeitpunkt. Es ist Martinez in Minute 45. Eigentlich hatten wir es schon so gut wie sicher in der Pause und jetzt pfeift der Schiedsrichter direkt ab. Dieses 1-1. Also ab in Halbzeit 2 und wir wissen das hoffentlich
Hoffenheim natürlich jetzt den Rückenwind hat. Von dem sogenannten Rückenwind bis hierhin eigentlich nicht ganz so viel zu spüren, weil wir richtig gut in die zweite Halbzeit kommen. Die einzige Chance allerdings gehörte der TSG, aber trotzdem, da war Keeper Müller da und ansonsten spielen wir munter mit. Ja, wir probieren in der Offensive, was die nächste Möglichkeit hier finden. Klein, das ist gut gespielt. Und Ayaku scheitert dann am Keeper, also auch wir sind weiter da. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nochmal reinzugehen, selber ins Spiel und das hat auch einen Grund, denn ich werde eigentlich gleich nochmal wechseln, zumindest ist das die Idee dahinter, weil wir den Abschied von Florian Pick live miterleben wollen. Ja, es ist sein letztes Spiel und die letzten paar Minuten, die hat er noch verdient, dass wir selber mit reingehen, dass er einfach nochmal uns an der Seitenlinie auch spürt und ihr vor allem auch nochmal sagen könnt, Flo Pick, was für eine Legende. Eine Minute Nachspielzeit gibt es, das hier ist nochmal gut, Armin Younes, Ayaku, die Kugel aber weg. Es ist vermutlich jetzt ein Unentschieden. Genauso ist es und Florian Pick ist maßgeblich daran beteiligt. Es ist Minute 90 plus 3. Verl 1, Hoffenheim 1 hätte ich von vornherein unterschrieben. Und das sind wir noch immer im Dress vom Sportclub. Aber gut, den einen Punkt nehmen wir natürlich mit. Es war das letzte Spiel für Florian Pick bei uns in Verl. Und hier ist es amtlich. Florian Pick wechselt zu Crystal Palace. 4,9 Millionen gehen netto auf unser Konto. 6,7 Millionen war die Ablösesumme. Und natürlich ist das eine richtig gute Ablösesumme für uns. Wir gucken einfach mal, was das Ganze Thema hier auf jeden Fall bringt. Erreiche eine Serie von 7 Spielen mit mindestens einem Tor. Das haben wir jetzt gerade eben tatsächlich erfüllt bekommen und ansonsten weiter Geduld. Terence Boyd ist jetzt aufgestellt im linken Mittelfeld. Das wollen wir natürlich so nicht. Massimo geht auf diese Seite. Younes könnte man dann ins linke bringen. Massimo rechts, dann spielt jeder auch wirklich auf seiner Position und ansonsten haben wir einen Boom, der natürlich jetzt mit ins Zentrum auf die Bank rückt. Wir hätten auch noch immer Baumgart, Aidini, Deisenberger, Clemens, der seinen Vertrag nicht mehr verlängert. Also der wird auf jeden Fall auslaufen gelassen zum Ende des Jahres. Er möchte nicht mehr verlängern. Ja, also so viel Einbußen haben wir nicht. Wir haben Geld dazu bekommen und haben eine Mannschaft, die nur im Gesamtrating ein Punkt runtergegangen ist. Massimo anstelle von Pick. Matteo Morey, noch ist er nicht fertig gescoutet, aber für uns ein Riesenkandidat auf eine Vorvertragsverpflichtung und das will ich mir gar nicht entgehen lassen. 10,5 Millionen, das ist auch nicht übermäßig viel und für eine Rechtsverteidigerposition bei uns, wo er sich entwickeln kann, ligaintern, wieso eigentlich nicht? Er wird natürlich gerade schon gemessen an seinem aktuellen Gehalt. Er wird bei uns viel verdienen, einer der Topverdiener sein, aber trotzdem, er muss ein bisschen was zurücklegen. Er muss zurückstecken und das macht er auch. Rolle im Kader wichtig. 5 Jahre Vertragslaufzeit und damit kommt Morey fürs nächste Jahr. Dabei zu sagen, auch ganz, ganz wichtig, es ist der einzige Vorvertragsspieler, den wir für die nächste Saison holen werden. Ganz, ganz wichtig jetzt, wie geht's weiter im Mittelfeld? Hier, auf jeden Fall Vargas ist viel zu teuer. Melem Bern Kandidat, aber auch Ismail Jakobs. Und tatsächlich tendiere ich hier zu Ismail Jakobs. Deshalb gehen wir einfach mal rein, gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht auch mit einem Tauschgeschäft. Oder auch nicht. 5% Weiterverkaufsgebühr, 7,5 Millionen die Ablösesumme, deutlich unter dem Marktwert. Wenn jetzt noch die Vertragsmodalitäten stimmen und das Ganze finanziell für uns machbar ist, dann ist Ismail Jakobs der nächste Neuzugang, zugleich aber auch der einzige, der natürlich direkt wechselt. 4 Jahre, das nehmen wir direkt an, 5 wäre vielleicht auch zu viel. Freigabesumme will er nicht, will auch ich nicht und jetzt geht's ums Eingemachte. Jakobs, wie viel Geld will er? Bei uns ist natürlich nur der Sportclub Verl, er muss auf ein bisschen was verzichten im Vergleich zum FC, da hat er nichts dagegen, wobei es wird ganz, ganz eng. Es wird eigentlich tatsächlich eine ganz minimale Entscheidung, die gerade so über die Bühne geht. Ein bisschen weniger verdient hat. Dafür hat er Einstiegsbonus und Jakobs wechselt vom 1. FC Köln zum Sportclub Verl. Nehmt aber vorerst mal nur auf der Bankplatz Deutsche Bankpark. Ja, Frankfurt gegen Verl. Wir starten direkt rein in die Schnellsimulation, denn wir haben natürlich nicht so viel Zeit zu verlieren. Punkte hier vermutlich fehlen. Zeige was? Ayaku Doppelpack! Ayaku Doppelpack und Frankfurt hatte Trapp. Die haben, ja gut, eigentlich eine gar nicht so starke Mannschaft. Aber trotzdem, da muss man erstmal gewinnen. Ja, und wir haben 4 Schüsse, Frankfurt auch. Allerdings sind wir effizienter. Es war ein ausgeglichenes Spiel, bis auf den Fakt, dass wir aus unseren Chancen viel mehr gemacht haben. 2-0, wir schlagen Frankfurt. Haben also 2 Spiele jetzt in Folge inbegriffen. Hoffenheim und die SGE nicht verloren. Gehen also mit breiter Brust rein in das Spiel gegen Heidenheim im DFB-Pokal, wo unter anderem Lütti und auch Jakobs zum Startelf Debüt kommt wer. Personell gibt es eine weitere Entscheidung. Benjamin Deisenberger bei uns eigentlich gar nicht mehr zum Zug gekommen. Wechselt jetzt auf Kurzleihebasis, ja, zu Girondorbordo in die Liga. Dort darf er gerne mal zum Einsatz kommen. Einige Änderungen in unserer Startformation. Lediglich übrig geblieben haben wir Müller als Keeper, Ritzke als Linksverteidiger in der Mitte, Barkok und Klein als Zehner und zugleich auch Kapitän. Terence Boyd natürlich, Mr. DFB-Pokal ist vorne drin. Dann haben wir Lütti, der zu seinem Startelfdebüt unter uns kommt. Genauso auch Jakobs, Barreiro, Martins, Aidini, Schlotterbeck und Ivo.
Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Wir in Weiß, Heidenheim in Blau und wir starten rein in der Folter Arena gegen den FCH. Flutlichtspiel, das hier hat auf jeden Fall Charakter, um Geschichte zu schreiben. Es geht für uns womöglich Richtung Viertelfinale, was natürlich schon eine absolute Frechheit wäre, wenn man bedenkt eigentlich, was wir individuell hier abgeliefert haben. Aber eine Frechheit eigentlich schon mehr oder weniger im positiven Sinn. Terence Boyd versucht's. Terence Boyd tankt sich da direkt mal beinahe durch. Also, ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Wir wollen weiterkommen, wir wollen aber keinesfalls Heidenheim unterschätzen. Wir kennen die natürlich noch aus der Karriere von der Vorsaison. Bei uns in FIFA 20 war ja Heidenheim ein ganz, ganz großes Team. Auch ein ganz, ganz großer Bestandteil bei mir in der YouTube-Karriere. Hier haben wir gleich Vorarbeit Terence Boyd. Also, wir starten aber fulminant, wir starten richtig gut, probieren direkt nach vorne auch auf jeden Fall unser Spiel durchzubringen und gucken mal, ja, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Ich freue mich auf Lüfti oder Lütti, wie auch immer der nochmal heißt, und natürlich auch auf Jakobs. Beide Neuzugänge heute, Startelf-Level. Es gibt direkt eine gelbe Karte für Schlotterbeck. Für mich unverständlich, ja. Es war ein einfacher Zweikampf, der wo ein bisschen zu spät kommt. Aber gut, ja, ist halt eben so. Jetzt haben wir Klein und hier haben wir Lütti. Ist das Lütti? Es ist Lütti! Das wäre natürlich eine Geschichte. Lütti mit dem ersten Ballkontakt, mit dem ersten Abschluss und dem ersten Tor. 12. Minute. Das hat Charakter, um Geschichte zu schreiben. So war der Satz hier, als wir reingegangen sind in diesem DFB-Pokalspiel. Und Lütti, Vorarbeit von Finn Klein, der hat unfassbares Tempo. Der Ball ist eigentlich komplett schwach geschossen. Ja, mittig. Den muss der Keeper eigentlich haben. Der Ball ist aber drin. Da wird gejubelt. Johann Lütti. Ja, vor einer Woche kam er aus der Jugendakademie und heute in der Startelf. Heute netzt er direkt und gerade auch im DFB-Pokal, der für uns so, so wichtig ist und die letzten Jahre immer alles andere als gut verlaufen ist. Terence Boyd und Ismail Jakobs. Das sieht richtig gut aus. Jakobs in die Mitte für Finn Klein. Und er verpasst ganz knapp. Lütti, kann er da die Kugel noch holen? Kann er, ja. Spielt direkt auch nochmal nach vorne. In der Mitte ist tatsächlich Terence Boyd wieder. Der will die Kugel nur noch. Ganz oben haben wir Klein. Da war eigentlich die Idee nicht bei Rero Martins. Das ist Klein. Und er soll es aus der Distanz probieren. Klein. Und dann haben wir Jakobs. Und er hat nochmal eine Idee für Finn Klein. Und der Keeper ist da. Die Kugel aber noch immer gefährlich. Nächste Möglichkeit. Das ist richtig gut, das 2-0. Kein Abseits. Rero Martins, 29. Minute. Und Lütti mit der Vorarbeit. Es ist unglaublich. Der junge 17-jährige Schweizer Unnationalspieler, eventuell künftiger. Hier der Ball raus und dann Barkok runter und dann die Direktabnahme mit links in die Mitte und dann in die Maschen. Das 2-0. Ein Tor, eine Vorarbeit. Das ist die Statistik für den jungen Lütti. Das ist natürlich Weltklasse. Wir führen mit 2-0 und werden unserer Favoritenrolle, die wir auf jeden Fall hatten, direkt gerecht. Boah, wieder Lütti eingesetzt von Terence Boyd. Das darf doch nicht wahr sein. Lütti 3-0. 33. Was bitteschön ist hier los? Der Youngster außer Rand und Band, das ist ja unfassbar. Ich kann es euch nicht beschreiben, was hier wieder abgeht. Lütti, rein, batz, und da ist das. 3-0, binnen kürzester Zeit. Also insgesamt 33 Minuten gespielt und das 0-3. Wow! Das ist unfassbar, ganz ehrlich, das ist richtige Weltklasse bis hierhin. Und natürlich auch eine Geschichte, die man eigentlich keinem erzählen kann. Ja, ich bin ja zuvor selbst rein, zum einen um Florian Pick verabschieden zu können und zum anderen eigentlich um dafür Lütti sein erstes Spiel zu geben, aber der kam dann gar nicht zum Einsatz und ist dann halt, ja, ich sag mal, aufgrund keiner Unterbrechung im Spiel auch nicht zum Einsatz gekommen. Heute direkt in der Startelf und heute direkt mit einer unfassbaren Leistung. Hier rennt er noch hinterher, wäre, glaube ich, sowieso abseits gewesen. Es steht 0-3 von Heidenheim. Nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Der Sportclub Verl übernimmt hier komplett das Kommando. Jetzt Ritzka auf Außen. Die nächste Möglichkeit. Ja, das ist Ritzka. Das ist eine Idee in der Mitte. Jakobs! Und dann Klein. Und dann das Ding im letzten Moment. Wenn das 4-0 gewesen wäre, wäre der Deckel drauf gewesen. Heidenheim ist komplett von der Rolle. Die finden hier nicht statt. Die finden hier gar nicht statt. Es ist unglaublich. Jakobs, Aydini, das ist so gut, was wir hier spielen. Oben Aydini, die Idee war gut, die Ausführung allerdings nicht. Es geht mit diesem 0-3 in die Pause und das ist vermutlich auch hier schon die Vorentscheidung. Oh, Terence Boyd mit Finn Klein. Finn Klein ist vor dem Keeper. Finn Klein ins lange Eck und dann ist der Ball nicht drin. Beide Wies auf der Linie, das Ding auf jeden Fall noch rauskratzt. Wollten wir es vielleicht auch zu schön machen hier. Hier haben wir Barkok, in der Mitte haben wir wieder mal Terence Boyd, der das richtig gut macht. Und dann lässt er einmal ganz kurz abprallen und das ist Jakobs mit dem schwächeren Rechten. Geht übers Tor. Jetzt Barkok raus, Angelo Stiller kommt dafür rein. Hier sehen wir nochmal die Rettungsaktion mit der Torlinientechnik gut. Deutlich zu sehen, dass der Ball nicht hinter der Linie war. 62. Minute. Also, wir spielen das souverän runter. Dementsprechend ziehe ich mich jetzt auch ein bisschen zurück. Werde vermutlich ein, zwei Gänge zurückschalten, um natürlich auch gegen Augsburg dann in der Liga wieder fit zu sein. Und ansonsten ganz gemütlich hier. Wenn es noch was gibt, melde ich mich natürlich trotzdem. Boah, jetzt nochmal Heidenheim. Gut gespielt, Schlotterbeck.
66. Minute, was eine Rettungsaktion gegen Burnic, der erste Schuss. Und was für einer, das muss eigentlich das sichere 1:3 sein. Flanke, Kopfball geklärt und dann haben wir Terence Boyd und dann haben wir die Kugel bei uns und natürlich wieder die absolute Kontrolle. Nochmal Kugel vor Terence Boyd, Direktabnahme 4-0, 71. Und da ist er wieder, der Mann, der im DFB-Pokal öfter trifft als gefühlt in allen Saisons zuvor. Hier ein langer Abstoß, naja, lang ist was anderes und dann direkt nach vorne, Direktabnahme außerhalb vom 16er. Das ist ein Traumtor. Ja, es ist Terence Boyd. Schade, jetzt habe ich es aus Versehen übersprungen. Ich wollte eigentlich schauen sein, wie viel das ist. Aber es bleibt natürlich bei dem Angebot. Trifft Terence Boyd öfter als jeder andere Spieler im DFB-Pokal und wird damit Torschützenkönig, hole ich mir zu 100% ein Trikot von dem. Massimo kam übrigens für Ismail Jakobs ins Spiel. Jakobs, naja, der hat sich ein bisschen schwer getan, weil wir auch nicht so viel über die Außen da gespielt haben. Nichtsdestotrotz, ja, auch das eine gute Leistung gewesen. Ja, also alles andere als schlecht. Ja, wir müssen einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Massimo, wir haben jetzt auch einfach das nötige Glück. Wir haben das Spielglück auf unserer Seite. Terence Boyd ist wieder mit da und beinahe nochmal hier per Abstauber dann zum 5. Aber gut, also ich bleib dabei. Erstmal wieder ein bisschen runterschrauben. Oh, wieder Terence Boyd. Setzt er sich im Laufduell durch. Es sieht nicht so gut aus, du weißt. Und dann ist es weiter Terence Boyd. Ja, der ist nicht das Laufwunder. Das war er noch nie. Aber er ist natürlich auch älter geworden in der Zeit. Von daher probieren wir es irgendwie anders. Terence Boyd! Auf Müller hier und er forstet das Ding wieder raus. Also Heidenheim ist am Boden. Ja, da geht auch nichts mehr. Die haben nochmal ein bisschen was probiert, aber trotzdem war es einfach unterm Strich viel zu wenig. Jetzt nochmal Terence Boyd und das ist so gut gemacht. Terence Boyd! Und dann in die Arme von Müller. Jetzt wird gewechselt. Younes für Lütti. Der Youngster geht also raus. Standing Ovations und das hat er sich redlich verdient. Flanke, Terence Boyd, der Ball ist geklärt. Es gibt nochmal eine Flanke, ist dann aber auch abseits und zugleich die letzte Aktion im Spiel. Fern 4, Heidenheim nur und das auswärts in der Feucht Arena und damit kann man so eine Folge mal beenden. Das war ja schon das Viertelfinale. Wir stehen im Halbfinale. Der FC unterliegt Hoffenheim, Gladbach, Hertha und Dortmund schlägt Magdeburg. Ja, und damit heißt es entweder Hertha, Hoffenheim oder der BVB. Und wenn wir dann gewinnen, ist alles drin. Es ist sowieso jetzt schon alles drin. Ich freue mich riesig auf alles noch Anstehende. Wir sind am Transfer Deadline Day. Ich werde das Ganze erstmal ganz gemütlich runter simulieren, weil parallel laufen noch ein paar Angebote. Unter anderem für Stiller. So viel zu dem Thema. Der FC Getafe sagt auch nein. Also ich habe natürlich schon sehr hoch angesetzt, weil ein Verkauf eigentlich nicht zur Debatte stand. Wenn aber gut Geld gezahlt worden wäre, hätte ich da nichts dagegen gehabt. Dementsprechend bleibt also unser Team wie folgt. Wir werden vermutlich dann jetzt einfach mal in Bestbesetzung nur kurz aufstellen. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was sollen wir ändern, wie sollen wir spielen. Lütti trainiere ich auf jeden Fall schon mal als linker Mittelfeldspieler. Der hat viel Tempo, der ist stark. Wir haben hier Jakobs, wir haben dann hier auch noch Younes und haben überall tatsächlich die 75. Das war zuvor mit Florian Pick nicht der Fall. Wir haben uns also nochmal verbessert, haben also abgeliefert, haben jetzt auch kein Geld mehr. Morey kommt als Vorvertragsspieler und alles andere ist egal. Abstieg vermeiden. Sowas von sicher bereits. Augsburg, Wolfsburg, dann Werder Bremen, Union Berlin und der Sportclub aus Freiburg. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, zwei davon spielen wir. Welches sollen das sein? Der Transfer Deadline Day ist rum. Für uns gibt es auch gar nichts mehr. Es ist eigentlich völlig egal. Ich bin super glücklich, super zufrieden. Und die Pause von Ferl habe ich tatsächlich auch gebraucht, um jetzt mit komplett neuem Elan wieder reinzugehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Unser Team seht ihr im Hintergrund. Es ist unfassbar geil. Es macht richtig viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Danke auch für die Geduld, für alles und vor allem für alle treue Zuschauer, die egal, was ich mache, wie ich es mache, immer dabei bleiben. Das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.